Oh yeah. Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Movie Review. Ja, ich war für euch wieder mal im Kino und wir haben uns, beziehungsweise ich war nicht alleine, meine Brüder waren mit dabei, Rio 2 angeguckt. Also das ist ein Animationsfilm, wir haben den in 3D angeguckt. Der ist eigentlich in der Kategorie Familienfilm bzw. Komödie. Und natürlich auch, wie es anders sein soll, ein Animationsfilm. Dann beträgt die Länge von dem Film 113 Minuten, also knapp 2 Stunden. Und ja, das hat keine Altersbeschränkung, weil es ja kein Actionfilm ist, sondern im Prinzip ja nur ein Animationsfilm. Ich muss dazu ehrlich gesagt sagen, ich war sehr enttäuscht. Beziehungsweise, ich kann jetzt nicht sagen, sehr enttäuscht. Ich war einfach von mir selber enttäuscht, weil ich habe den ersten Teil nicht gesehen. Also ich habe ihn nicht komplett gesehen. Ich habe einen Ausschnitt davon gesehen und muss sagen, der hat mich mehr... Also ich habe einen Teil vom Film gesehen, nicht mal einen Ausschnitt, einen Teil vom Film. Und ich muss sagen, der erste Teil hat mich mehr angesprochen als jetzt hier der zweite Teil. Im ersten Teil, ja, der hat mir einfach besser gefallen. Und den ersten Teil habe ich auch gar nicht im Kino gesehen, den habe ich irgendwann mal im Computer angeguckt, bei diesen bestimmten Zeiten da. Und ja, also den zweiten Teil habe ich eben, wie gesagt, heute im Kino angeguckt. Und muss sagen, die 3D-Effekte waren eigentlich ganz okay. Also die fand ich jetzt nicht mal so schlecht, wie es manchmal so bei Filmen ist. Aber sonst... Das ist genau das Paradebeispiel zu Captain America. Bei Captain America wusste man einfach, man dachte sich so, ja, jetzt passiert das, aber dann ist das genau nicht passiert, sondern was anderes. Bei Rio 2 war genau das nicht vorhanden. Man hat zum Beispiel gedacht so, ja, der macht jetzt das und genau das ist dann auch passiert. Und dann ist es für mich nicht mehr spannend, dann ist es für mich teilweise schon langweilig, weil ich mir dann so denke, wieso? Also wieso ist das so? Ich verstehe das nicht. Warum muss man... so einen unspannenden Film quasi machen, dass man einfach alles voraussagen schon kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seid. Und eben die Hauptcharaktere in diesem Film, sage ich jetzt mal, waren eben der Blue, dann die Linda, der Jubel oder wie der heißt, dann der Roberto, ja, der Pedro, bla bla. Da gibt es ganz, ganz viele Charaktere. Also wenn ihr so auf wenn ihr auf Animationsfilme steht, dann, ja, werdet ihr wohl um den nicht rumkommen, weil es ist schon sehr, sehr schön animiert, vor allem auch wenn die dann tanzen. Genau, und apropos tanzen, warum, Leute, warum muss es immer sein, dass in dem Film ständig gesungen wird? Ich mag einen Film anschauen und dann den Film sehen, aber nicht ständig so, yeah, ich werde euch alle vernichten, yeah, yeah. Und dann müssen die immer drüber ein Lied singen und ich glaube 4 Stellen oder so war das, wo die ein komplettes Lied mit 2 Minuten gesungen haben. Das fand ich nicht so geil. Ich meine, es waren einige Szenen dabei, da wo ich die schon auch sehr lustig fand, aber im Großen und Ganzen war es für mich so, dass ich euch raten kann, dass ihr den vielleicht im Fernsehen mal angucken könnt, aber fürs Kino lohnt sich der meiner Meinung nach nicht. Das ist meine freie Meinung. Ihr könnt, wenn ihr ihn auch schon gesehen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr ihn findet. Was die Synchronisation mit den Stimmen angeht, die fand ich eigentlich auch ganz gut. Ich meine, ich habe ein bisschen drauf geachtet, nicht jetzt unbedingt sehr, aber ich habe schon ein bisschen drauf geachtet, weil ich mir so dachte, so, ich finde schon wichtig, weil nicht, dass dann einfach so ist, ja, und dann reden die und die Klappe ist schon wieder zu, das finde ich einfach nicht gut. Gab auch schon Filme, bei denen das so war und ich habe mir zum Beispiel auch mit meinen Brüdern mal die Eiskönigin im Kino angeguckt. Wir gehen ja eigentlich, ich weiß nicht, ein paar Mal in der Woche ins Kino. Zum Beispiel am Donnerstag gehen wir auch schon wieder ins Kino. Da gucken ist nämlich die Premiere von The Amazing Spider-Man 2. Den gucken wir natürlich in IMAX und in 3D. Da kommt dann auch sofort ein Review darüber, wie ich ihn fand, wie ich überhaupt die Sound, Audio, Schnitt, bla bla alles fand. Ja, das sage ich euch dann. Und
Ja, also bei Rio 2 war es so, gab es dann ein offenes Ende? Ich weiß es gar nicht. Nein, es gab eigentlich ein schön geschlossenes Ende. Finde ich bei manchen Filmen auch gut. Bei den einen zeigt es damit, wenn es ein offenes Ende ist, okay, es folgt noch ein weiterer Teil. Hier war es eigentlich ein schön abgeschlossenes Ende. Was wahrscheinlich daran liegt, dass kein weiterer Teil produziert wird. Ich weiß es nicht, deswegen kann ich es nicht genau sagen. Ach ja, Leute, im Hintergrund seht ihr übrigens eine Endergames-Aufnahme, die ich einfach mal so als Spaß aufgenommen habe. Da war ich Chameleon, schon wieder Chameleon. Ich weiß, Leute, es tut mir leid, aber ich spiele Chameleon einfach so gerne. Und Chameleon ist voll lustig. Ja. Also, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Es ist ein Film für etwas kleinere Leute, sag ich mal. Also wenn ihr zum Beispiel schon 15, 16, 17, bla bla seid, ich würde sagen, so bis 14 geht noch. Und dann würde ich sagen, ja, vielleicht als Begleitperson für die kleineren Menschen da draußen. Aber sonst fand ich, würde der Film jetzt von mir von 10 Punkten, ja, 5 Punkte erreichen für das, dass es sicherlich die kleinen Leute sehr gut unterhält. Also es waren neben uns, glaube ich, so eine Reihe mit einer Familie und die Kinder sind da abgegangen und sind herumgesprungen, haben geklatscht. Hat ein bisschen genervt, aber was soll man machen? Das Popcorn hat sehr gut geschmeckt, also das kann ich wirklich sagen. Super positiv, das Popcorn war super und das Cola hat auch sehr gut geschmeckt. Ansonsten, ja, ich fand die Atmosphäre so in Rio de Janeiro, wo die auch waren und auch beim Amazonas fand ich ganz gut und ich fand die Charaktere bla bla auch sehr gut. Sehr, sehr gut animiert. Also ich mag das bei Animationsfilmen, wie zum Beispiel bei der gestiefelte Karte. Ich fand, das war einfach so super animiert mit den einzelnen Partikeln da und das ist sicher ein Haufen Arbeit, auch Respekt vor den Machern. Aber die Story hätten sie echt anders machen können, vielleicht ein bisschen spannender. Das war so ein Film, da war es für mich, das ging alles auf einer Wellenlänge. Da gab es vielleicht mal einen ganz kleinen Aussetzer, wo es lustig war und sonst ging es immer so durch. Und ich finde, bei einem Film, da muss ich so bergab gehen, da muss, muss ich so bergauf gehen, da muss der Höhepunkt kommen und dann kann es von mir aus auch aus sein. Egal, ob es jetzt ein offenes Ende ist, ein komisches Ende oder ein geschlossenes Ende, das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, weil ich sonst einfach teilweise so ein bisschen einpenne nebenbei. Also ich bin noch nie im Kino eingeschlafen, aber bei dem Film teilweise schon. Ja, Leute, und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like freuen, über einen Daumen nach oben, konstruktive Kritik in die Kommentare und das war's. Tschüss.